Sali Eugen, schön, dass das geklappt hat. Hey, herzlich willkommen, Daniel Baumann im Promity Drive. Wir haben dann wirklich, meine Damen und Herren, und zwar der Restaurant-Tester der Schweiz, der mit uns jetzt einen Promity Drive macht durch Zürich. Ist das für dich in Ordnung? Ja, das gefällt mir. Das gefällt dir? Wo wollen wir dich anbringen? Ja, du kannst mich wieder hier ausladen, das ist schon gut. Und zwar sind wir unterwegs mit dieser wunderschönen Limousine von Limolux. Und schon geht's los, das Lima geht durch, exklusiv für dich, Daniel Baumann. Cheers und Pirani, wie hast du das ausgegeben? Aufgegeben? Ja, der Vertrag ist ausgelaufen und werden euch stillschweigend weitergelaufen. Ja. Und wie du ja weißt, mache ich ja schon seit vielen Jahren die Arbeit auf dem Sender 3 Plus. Und der Sender hat dann signalisiert, dass sie gerne mehr würde produzieren. Und dann haben wir uns das einfach überlegt, Frau und ich. Die wird den Vertrag nochmal um 5 Jahre verlängern. Zu besseren Bedingungen, weil die Zeiten sind schwieriger geworden. Also das heisst, bessere Bedingungen heisst mehr Mutschke? Ja, einfach, wir hätten uns gewünscht, dass wir vielleicht ein kleines bisschen weniger zahlen müssten. Und die Stiftung, die der Betrieb gekehrt, ist dann eher in die andere Richtung gegangen. Es sind eher mehr Wellen von uns. Und dann haben wir eigentlich mit leichtem Herz können sagen, okay, nach 23 Jahren, Cesa Pirani, wir ziehen den Stecker, wir hören auf und wir machen das jetzt voll professionell. Die neue Arbeit beim Sendertrieb. Aber mal, du kommst ja eigentlich aus dem Wallis, aus Saas-Fee, gell? Bin ich aufgewachsen, genau. Ja. Und nachher bist du lange im Engadin in Pirani und hast dort die wunderbare Welt gehabt. Wir sind jetzt hier in Zürich, du siehst das Limagé, du siehst das Verkehrsauto und jetzt bist du unterwegs. Vermisst du eigentlich das Engadin nicht? Ja gut, wir haben jetzt das Privileg, dass wir klar, zweimal im Jahr, 2,5 Monate auf Tour sein. Das ist ziemlich intensiv. Also mit Tour als Restaurant-Tester? Jede Woche gehen wir in den Betrieb und haben einen neuen Fall. In Solothurn trifft Daniel Baumann auf einen Stern, der schon lange nicht mehr strahlt. Das ist unterirdisch. Auch finanziell sieht es nicht besser aus. Fazit, Patient noch nicht, klinisch tot. Aber Intensivstation mit künstlicher Beatmung. Und die Situation hinterlässt Spuren. Und dann gehen wir zurück ins Engadin und leben im Engadin. Und im Engadin wohnst du nach wie vor? Ja, und das ist ein riesen Privileg. Da machen die normalen Leute Ferien. Und wir können in der tollen Natur wir wohnen. Wo wohnt denn ihr? St. Moritz. St. Moritz? Ja. Aha, so ein bisschen am Hügel oben? Ja, St. Moritz hat schon Hügel, ja. In dem Fall hast du auch schon den Christian Jodieni, den neuen Gemeindepräsidenten, kennengelernt. Ja, natürlich, natürlich. Er hat das voll im Griff und bringt neue Pfeffer ins Tal. Und, Salz und Pfeffer. Ja, und ich glaube, die neue Idee, das kommt ganz gut an. Du, wieso ist es überhaupt dazu gekommen, dass du in dem Konzept Restaurant-Testen bei 3 Plus so Furore machst, so erfolgreich bist? Wie ist das dazu gekommen? Haben sie dich angefragt oder hast du selber mal gefunden, ich würde gerne etwas Neues machen? Von wem stammt das Konzept? Ja gut, als kleiner Bub habe ich schon vom Fernsehen geträumt. Also Sportreporter war. Du hast immer ein Star sein, oder? Nein, das ist ein Rampensäule. Nein, das nicht. Nicht. Das überhaupt nicht. Aber jetzt bist du ja bekannt. Ja, das hat sich halt so ergeben. Ja. Aber Fluch und Segen ein bisschen, Es war nicht das Berufsziel und es war auch nicht ein Wunsch von mir. Meine Leidenschaft war das Kochen. Und ich hatte das Glück gehabt, dass wir eine grosse Karriere machen konnten. Am Schluss mit unserem Restaurant mit Cesa Pirani mit doch 2 Sternen und 18 Gummio Pink. Aber wie ist denn das zugekommen? Hast du einfach mal 3 Plus angerufen oder nein, sind die auf nein, nein, nein. Die haben einfach jemanden gesucht, um das Format in die Schweiz zu bringen. Ich glaube, es waren 20 andere, die schon angefragt haben. Und das hat alles dann meine Freude gefällt. Aha, und ich bin nämlich richtig gut in dem. Also etwas, wo die lieben Zuschauer... Ich habe mich dann Casting geschickt, weißt du? Ja, liebe Zuschauer, ohne Dinger in dem Hintergrund geht gar nichts, gell, bei dir? Das heisst es so, ja. Baumann sind eigentlich eine Gemeinschaft. Ja, ohne Frau läuft es meistens nicht. Das stimmt. Es braucht hinter einem erfolgreichen Mann steht immer eine erfolgreiche Frau. Nein, ich sage, eine erfolgreiche Frau braucht es. Das ist entscheidend am Schluss. Aber wie gesagt, ich habe eigentlich immer geblockt und habe es nicht zwingend gesucht. Und dann haben die mich ausgelesen und... Durchs Casting? Du hast ein normales Casting gemacht und gefunden, der verhebt. Also meine Frau hat mich ins Casting geschickt, ich bin gegangen, haben mal schauen, wie
wie das so abläuft. Aber jetzt als Restaurant-Tester. Du gehst ja meistens in Restaurants, die, sagen Sie mal in Anführungszeichen, zum Teil schon ein bisschen vor einem Bankrott sind, ein bisschen über abgewirtschaftet sind. Was wäre denn zum Beispiel ein Restaurant in Zürich, wir sind ja da im Bellevue-Gebiet, wo finde ich, das hättest du mal nötig, dass ich dort mal am Rechter schaue? Ja, es ist einfach so ein bisschen richtig schweizerisch. Mhm. Man wartet bis auf den letzten Tricker. Ja. Und wenn es dann nicht mehr geht, dann kann ja der Buhmann noch helfen. Mhm. Und das ist schade. Ich würde mir aber wünschen, dass die Gastronomen vielleicht auch, wenn sonst ein Problem haben, es gibt so viele Probleme, die man lesen muss, sich rechtzeitig melden. Es muss ja nicht immer gerade so schlimm sein, dass man verlumpen ist. Mhm. Und dann geht man da und hilft. Und ich versuche wirklich immer das Beste zu geben. Wir haben gerade in der letzten Staffel haben wir einen wunderschönen Betrieb im Appenzell gehabt, mit Gummio-Punkten und sehr erfolgreich. Und die leben jetzt auch erfolgreich weiter. Und das hat sich extrem gut bewährt. Nicht nur, es ist einfach so, dass die eine gute Plattform haben, sich in der Sendung zu zeigen. Und die Leute gehen dann auch gerne mal etwas Neues ausprobieren. Aber Gaston, du auch, weißt du, zum Tag sehe ich ja ein Restaurant, wo du reingehst, wo jeder weiss von Anfang an, das hat keine Chance für eine weitere Zukunft. Und du kommst dann gleich an, versuchst etwas zu ändern, zum Teil sind es gar keine Gastronomen. Siehst du von Anfang an Potenzial oder sagst, los, ich mache das einfach wegen dem Unterhaltungswert auch noch ein bisschen? Gut, du kennst ja das Format. Und das gibt's ja, ursprünglich ist ja aus England gekommen, Amerika, es gibt es Deutschland gegeben. Und das Format sieht ja eigentlich so vor, dass man, dass zuerst alles schlecht ist und am Schluss ist alles wunderbar. Genau. Halleluja, sie haben es geschafft und 3 Wochen später geht der Betrieb gleich zu. Bei uns ist es ein bisschen anders, wie im Verlauf von diesen über 10 Jahren jetzt das Format so ein bisschen schweizerisch gemacht. Und ich sage so, wenn ich bin geradeaus ehrlich, ich sage den Leuten, wenn ich eine Chance sehe, dann versuchen wir an der Chance zu arbeiten. Machen und umsetzen müssen wir sonst sein. Aber ich sage so, wenn es nicht funktionieren kann, sage ich ihnen nicht, sage am besten sofort schnell schließen, weil dann wird die Katastrophe nicht so groß. Sagst du das, bevor ihr die Sendung macht oder immer während der Sendung? Nein, schon während der Tag, wo ich sie betreue. Entschuldigung, aber würdest du auch in der Kronenhalle arbeiten? Weil die haben ja immer ein bisschen Potenzial. Da muss man sagen, das ist ein Klassiker. Klassiker, ja. Und ich finde, oder würde sogar sagen, Institution. Institution, absolut, genau. Aber, wie das Odeon auch da, oder? Da ist es mehr so ein bisschen Hamburger und Club-Sandwich. Schau, jetzt sind wir bereits wieder da am Hechplatz. Das heisst, du gehst jetzt woanne weiter, ins Engadin oder ins Wallis? Jetzt gehe ich schnell einmal ins Wallis. Schnell. Geht Mama besuchen. Schnell. Ja. Deine nächste Sendung also ist am 9. September. Also die neue Staffel geht am 9. September an. Welche Staffel ist das? Das ist schon die 13. Staffel. Die 13. Staffel. Hoffentlich ist das eine Glückszahl. Und jetzt musst du noch mal deinen Kampfruf sagen. Turbo, Turbo, Turbo. Turbo ist ein Blattfisch. Aber ich würde sagen, Turbo. Turbo. Unbedingt 3 Plus ist schon am Mittag, am Abend, 4:15. Kannst du da in die Kamera sagen. Am 9. September seid ihr wieder dabei. Danke vielmals fürs Schauen. Danke vielmals, dass der Daniel Buhmann bei uns in der Sendung war. Dir alles Gute Fahrt, warte noch schnell. Bis bald miteinander. Komm mit die Drive ist das mit dem Daniel Buhmann. Tschüss zusammen.